So, Henrik fährt ja definitiv dann damit im Halbfinale, denn er hat die bisher zweitschnellste Zeit. 10 Schuhe sind hier jetzt nochmal unterwegs, also schlimmstenfalls könnte es am 12 werden. Und wie gesagt, die ersten 16 kommen ja in die Halbfinals. So, da sind auch noch interessante Namen hier dabei. Daniel Kjöla aus Ungarn auf der 3, der Kurzfahrer Obermeister von Herning, oder aber auch Adam Peaty, der Youngster aus Großbritannien, der die zweitschnellste Zeit auf der Welt in diesem Jahr sehr schwamm. Commonwealth-Sieger geworden in Glasgow für Großbritannien. Hat immerhin den Olympiasieger Cameron Vanderbilt hinter sich gelassen. Denke ich, das wird auch noch ein ganz interessanter Wettbewerb, ja. Vor allem dann morgen in den Finals. Adam Peaty, Daniel Kjöla, der Friede macht's, und zwar in 59.